Hey, Heiko hier. In diesem Video möchte ich dir gerne über das Lernen der Gebärdensprache mit Videos erzählen, denn da gibt es natürlich auch ein paar Vor- und Nachteile und vor allem gibt es da ganz, ganz viele Stolperfallen, die du auf jeden Fall kennen solltest. Der Vorteil beim Gebärdensprachenlernen mit Videos ist, dass es auf jeden Fall viel, viel besser ist, als Bilder sich anzuschauen. Es hat auch den Vorteil, dass man die Bewegungen tatsächlich sieht und nicht nur irgendwie Bilder sieht, wo keine Bewegung sichtbar ist oder nur mit Pfeilen gemacht wird. Es hat auch den Vorteil, dass man bei Videos mit ganzen Sätzen die Übergänge zwischen den Wörtern sehen kann und dementsprechend dann auch lernen kann, wie die Wörter miteinander verbunden werden. Und das andere ist natürlich auch, dass man bei Videos die Gesichtsmimik viel, viel besser sehen kann. Und die Gesichtsmimik und auch die Bewegung des Oberkörpers und die Bewegung vom Kopf, die ist ein essentieller Bestandteil in der Gebärdensprache und dementsprechend auch unglaublich wichtig. Ein anderer großer Vorteil ist natürlich auch, dass man bei Videos immer die Möglichkeit hat, das Video zu stoppen und auch wieder zurückzuspringen und sich das Ganze nochmal anzuschauen oder auch langsamer anzuschauen oder gegebenenfalls sogar auch schneller anzuschauen. Das sind alles Sachen, die man im Offline-Modus nicht so wirklich hat, weil man Menschen nicht so wirklich stoppen kann und wieder zurückspringen kann. Und das ist halt dieser riesengroße Vorteil von Videos. Allerdings gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Stolperfallen. Und eine große Stolperfalle, die immer wieder aufkommt, ist einfach dieser Punkt, man möchte die Gebärde für ein Wort wissen, guckt dann im Internet, sucht dann bei YouTube oder in irgendwelchen Wörterbüchern und findet dann irgendwie 2, 3, 4, 5 verschiedene Gebärden für eine Sache. Und dann hat man irgendwie viel zu viele Variationen und weiß jetzt nicht so, welche von den Variationen soll ich lernen? Gibt es da überhaupt Unterschiede zwischen den Variationen oder ist das alles das Gleiche? Und wenn ja, was soll ich jetzt als erstes lernen? Und diese große Stolperfalle, die ist leider vor allem bei der Gebärdensprache eine sehr, sehr große Stolperfalle, die ganz, ganz viele Menschen verwirren kann. Eine andere große Stolperfalle ist, dass man diese Leute in diesen Videos, in den gebärdensprachlichen Videos, meistens nur aus einer Perspektive sieht und das ist halt von vorne. Und der Nachteil ist hier wirklich, das Tolle ist letztendlich, man sieht die Leute immer sehr gut. Der Nachteil ist, wenn gebärdet wird, dann sieht man halt nicht so wirklich gut, wie die Bewegung ist und welche Hand vorne ist und welche Hand hinten ist und wie die Abstände zwischen den Händen sind. Ein klassisches Beispiel ist, die Gebärde für die Sprache ist die Sprache. Und wenn man das noch nicht kennt, dann weiß man nicht, gibt es jetzt einen Abstand oder gibt es keinen Abstand. Das sieht man halt nicht so gut von vorne. Von der Seite würde man sehen, dass es keinen Abstand gibt. Und wenn man das so machen würde, dann würde es komplett die Bedeutung verlieren und bedeutet nicht mal Sprache, sondern das ist irgendwie nur ein Gewusel. Und dementsprechend ist es dann auch sehr, sehr schwierig, das richtig und vernünftig nachmachen zu können, wenn man diese Perspektiven nicht so wirklich sehen kann. Eine andere Sache ist natürlich auch, dass wenn man Sachen mit Kamera aufnimmt, dass es manchmal dazu kommen kann, dass die Seiten vertauscht werden. Das heißt, plötzlich ist meine rechte Seite bei dir links zu sehen und meine linke Seite rechts zu sehen oder andersherum. Und das sieht man auf dem ersten Blick nicht und man weiß es unter Umständen auch gar nicht. Und dann kommt noch dazu, dass es natürlich auch Rechtshänder gibt und Linkshänder gibt und man weiß jetzt nicht, macht die Person das jetzt mit der rechten Hand oder macht sie es mit der linken Hand, soll das so sein? Das weiß man alles nicht. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe ganz, ganz viele Klientinnen, die die Gebärdensprache lernen und ein Teil vom Gebärdensprachenlernen ist natürlich auch, dass man Räumlichkeiten beschreiben kann, dass man Gesichter beschreiben kann oder dass man Landschaften mehr oder weniger beschreiben kann, Stadtbilder. Und wenn Sie mir dann ein Video aufnehmen und mir das zukommen lassen, dann schaue ich mir das Video sehr, sehr gerne an, natürlich, und freue mich dann auch, wenn Sie das alles richtig gut beschreiben und alles. Und in meinem Kopf ist es dann so, dass die dann sagen, okay, hier rechts, da haben wir ein Gebäude und hier links haben wir eine Wiese und da in der Mitte ist halt ein Baum. Und dann habe ich mir das richtig gut vorgestellt von dem, was Sie da erzählt haben, und dann schaue ich mir das Bild von denen an und dann fällt mir auf, das Gebäude ist links, die Wiese ist da, also es ist halt komplett gespiegelt, weil das einfach von der ganzen Technik von alleine passiert ist. Das hat die Klientin selber nicht gewusst, das ist auch nicht ihre Aufgabe zu wissen und ich habe das in dem Moment auch nicht gewusst, beziehungsweise es ist erst klar geworden, nachdem das Bild gezeigt hat, dass es vertauscht wurde. Und das sieht man in dem Sinne nicht so wirklich als Anfänger,
und ist halt auch eine große Stolperfalle beim Gebärdensprachenlernen. Eine andere große Stolperfalle ist, dass man einen viel zu großen Sprung macht. Was meine ich damit? Wenn du jetzt die Gebärdensprache lernen willst und du schaust im Internet, dann wirst du ganz, ganz viele Videos finden. Und diese Videos sind meistens entweder Videos von Wörterbüchern, wo du einzelne Wörter sehen kannst, oder es sind Videos von Muttersprachlern oder Dolmetschern, die ja, richtig schnell etwas erzählen, und das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt, du musst notgedrungenermaßen von einzelnen Wörtern direkt zu sehr, sehr schnellen Videos springen, weil es relativ wenig gibt, was irgendwie dazwischen ist. Und diese große Sprunggeschichte ist auch etwas, was das Gebärdensprachenlernen mit den Videos im klassischen Internet extrem schwer macht, weil die halt diesen großen Sprung haben. Und wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die sagen, naja, ich kann mir diese muttersprachlichen, sehr schnellen Videos auch gerne anschauen, weil es gibt ja diese Untertitel darunter und dann kann ich halt verstehen, was da eigentlich gesagt wird. Und da kann ich nur sagen, wenn du ehrlich bist, dann trifft das gar nicht so wirklich zu. Weil wenn du dir das Video anschaust, dann ist es entweder so, du schaust auf die Hände und auf das Gesicht, oder du schaust auf die Untertitel. Es ist nicht wirklich möglich, gleichzeitig auf zwei Orte zu schauen. Dementsprechend, wenn du mit Untertiteln arbeitest und du liest die Untertitel, dann wirst du einfach ganz, ganz viele Gebärden verpassen. Das heißt, du musst auf jeden Fall alles zweimal anschauen. Einmal mit den Untertiteln und einmal die Gebärden. Und dann stellst du dir die Frage, ist das der beste Weg, um die Gebärden so zu lernen? Das bedeutet letztendlich, wenn du mit Untertiteln die Gebärdensprache lernen willst und mit diesen Videos auch lernen willst, dann ist es leider so, dass die Untertitel dich faktisch von den Gebärden ablenken und dir eigentlich gar nicht so wirklich helfen beim Gebärdensprachenlernen. Zumindest ist das auch etwas, was ich meinen Klientinnen immer wieder abrate, dass sie die Untertitel idealerweise abdecken, damit sie da auf gar keinen Fall draufschauen. Und die letzte große Stolperfalle in diesem Video ist, dass es natürlich so ist, dass es im Internet ganz, ganz viele Videos gibt, aber die sind alle sehr verteilt und es ist auch alles relativ unstrukturiert. Und die Frage ist jetzt, naja, ich schaue mir das Video an und dann das Video an und das Video an. Hilft mir das dann tatsächlich auch gut, von Anfang an Fortschritte zu machen und die Sachen zu lernen, die mir helfen, um vernünftige Sätze sagen zu können? Und das ist halt meistens leider nicht der Fall. Da sind ganz, ganz viele Lücken und ganz, ganz viele Sachen doppelt. Und diese fehlende Struktur ist eine riesengroße Stolperfalle, weil du dich mit ganz, ganz vielen Sachen beschäftigen kannst und ganz, ganz viele Videos letztendlich auch anschauen kannst, aber dass dir diese Sachen halt nicht wirklich weiterhelfen werden, eigene Sätze formulieren zu können. Auch da kann ich aus Erfahrung berichten, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, ich habe jetzt schon die Farben gelernt, ich habe die Wochentage gelernt, ich kann jetzt die Zahlen und ich kann noch die Monate. Also richtig ganz viele Sachen haben sie dann schon gelernt, aber man hat dann noch nicht so wirklich gelernt, wie man das in einem vernünftigen Satz unterbringen kann und wie man einen Satz auch selber formulieren kann, weil das etwas ist, was da einfach drauf geht, wenn man sich nur auf diese verschiedenen Sachen konzentriert und die dann lernt. Das hört sich jetzt so an, als würde ich sagen, dass man mit Videos auf gar keinen Fall die Gebärdensprache lernen kann. Das ist absolut nicht der Fall. Man kann mit Videos sehr, sehr gut lernen, wenn man diese verschiedenen Stolperfallen vermeidet und etwas Vernünftiges hat mit Struktur, um die Sprache auch gut lernen zu können. In diesem Sinne, wenn du jetzt etwas haben möchtest, was dir hilft, dich in der Gebärdensprache dann auch vernünftig ausdrücken zu können und auch gute Sätze formulieren zu können und selbstständig formulieren zu können, dann melde dich gerne auf www.heikeburach.de und wir schauen dann in einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo du gerade stehst, wo du hin willst und wie ich dir beim Gebärdensprachenlernen helfen kann. Geh gerne, wie gesagt, auf www.heikeburach.de. Ich freue mich darauf, mit dir persönlich zu sprechen. Bis dann, dein Heiko.